knapp 5000 Jahren ist es bekannt, dass man um den Hals eine Glücksmünze tragen soll. Das ist im asiatischen Bereich also wirklich gang und gäbe. Das ist ja auch der Kreis mit dem Loch in der Mitte. Und es ist eben eine Glücksmünze, die man um den Hals tragen kann. Denn man sieht ja, die ist wirklich hochpoliert. Und das ist eben wieder wichtig, wenn das beschleunigt die Energieströme. Also dieses hochpolierte Metall beschleunigt die Energieströme von eben den Dingen, die auch dafür stehen. Also nicht nur von Reichtum und Erfolg, sondern natürlich auch von Fülle, von Liebe. Das sind lauter Themen, die eben wichtig sind, die Fülle wieder ins Leben zu ziehen. Dafür steht diese Feng Shui-Mütze, ist äußerst edel, sieht die aus. Diese Worte wirken natürlich, wenn man es direkt auf der Haut trägt. Die ist ja sowohl auf der Vorderseite steht, eben Fülle, Erfolg und Reichtum, und auf der Rückseite stehen die gleichen Worte. Und die wirken jetzt, wenn sie direkt auf der Haut aufliegen, direkt auf ihre Zellen natürlich, bringen ihre Zellen in diese Schwingung. Wirkt natürlich ähnlich wie der Reichtumsring, aber vielleicht ist man ja kein Ringträger, vielleicht darf man keine Ringe tragen, aber ein Halsband darf man also auf jeden Fall immer unter der Kleidung tragen. Und dann haben sie hier ihren Begleiter, jetzt in dieser Zeit wirklich in die Fülle zu kommen, in den Reichtum zu kommen, in den Erfolg zu kommen. Da vereint man wirklich klassisches Feng Shui mit der Energie der Worte. Und Feng Shui ist eben der Kreis mit dem Loch in der Mitte und dieser Hochglanz, der die Energien beschleunigt, dass jetzt diese Dinge, diese Themen von Erfolg und Reichtum ins Leben gezogen werden. Und es ist natürlich auch wieder ein sehr aktuelles Schmuckstück, denn wir leben schon auch in einer Zeit, das ist immer mehr spürbar und erkennbar, wo Menschen eben nach Hilfemitteln und nach kleinen Hilfsmitteln Ausschau halten und eben sich solche Unterstützer auch nach Hause holen. Hier haben Sie einen Unterstützer, der unisex ist. Das heißt, Männer können den natürlich genauso tragen wie Frauen auch. Es ist, finde ich, auch ein wunderbares Sommerschmuckstück. Ja. Und wir hoffen ja, dass der Sommer irgendwann bald mal wieder bei uns sein wird. Aber das sieht natürlich auch im Sommer sehr, sehr gut aus, wenn man irgendwie ein Hemd trägt und dann eben mit dieser Feng Shui-Münze. Dann hat das natürlich auch gleich einen Hingucker-Effekt. Und aber die leuchtet, die glänzt richtig stark. Aber es geht um dieses gute Gefühl, das sie kriegen sollen. Und sie sollen mit jedem Schmuckstück und mit jedem Produkt von Gabriele Iazetta ein gutes Gefühl bekommen, das eben auch ihre Gedanken in eine richtige Richtung lenkt. Denn wie du es ja gerade gesagt hast, wir können uns auch klein denken. Das heißt, wenn wir immer sagen, ach nee, ich traue mich das gar nicht, weil warum sollte ich damit denn Erfolg haben, dann wird man auch nie erfolgreich sein. Also gehen Sie raus, trauen Sie sich, holen Sie sich diese Unterstützer nach Hause, die Ihnen die Möglichkeit geben, wirklich auch Selbstvertrauen wiederzufinden. Ja, und ich meine, das ist eine 5000 Jahre alte Tradition. Und man kann ja diese Feng Shui-Glücksmünzen natürlich auch mit chinesischen Schriftzeichen irgendwo kaufen, aber die verstehen wir halt nicht. Und die verstehen vielleicht unsere Zellen auch nicht wirklich, aber die Energie der Worte nach dem Prinzip von Masaru Emoto, die Glücksmünze, das Hochpolierte, das versteht unser Körper, da kommen wir in die Schwingung eben, dass jetzt das Glück, der Erfolg wieder ins Leben gezogen wird, der Reichtum ins Leben gezogen wird, und wir sind, und das muss ich immer wieder dazu sagen, wir sind in einer Zeit der Veränderung, und da braucht man natürlich jetzt die Unterstützung, dass diese Veränderung auch positiv wird. Und dann, ja, das sind nur so kleine Unterstützer, aber die helfen uns enorm, jetzt durchzustarten. Und bedenken Sie, dass diese Zeit ist auch eine Chance im Leben. Das ist jetzt die Chance der Veränderung und jetzt wieder neu durchzustarten und die richtigen Unterstützer dabei zu haben, die möchte ich Ihnen wirklich immer hier anbieten. Denn das ist wirklich auch ein Preis, den man sich leisten kann, und man hat einen enorm starken, kräftigen Unterstützer, jetzt in den Erfolg und Reichtum zu kommen. Und vor 15, 16, 17 Jahren hat noch kaum jemand mit der Kraft der Worte gearbeitet, auch kaum jemand mit der Kraft der Worte in Schmuckstücken gearbeitet. Heute ist es unumgänglich, egal bei welchem Produkt. Es werden immer Produkte hergestellt, die eben mit tollen Affirmationen Menschen Freude machen wollen und sollen. Das ist egal, ob es die Teetasse ist morgens. Die gab es früher vielleicht mal mit unseren Namen, aber heute sind es Glückstassen und heute sind es Liebestassen. Gabriele Iazetta, die hat diesen Zeitgeist schon viel, viel früher erkennen können und schon vor 15 Jahren eben mit
diesen Worten gearbeitet, die uns in eine gute Schwingung bringen sollen. Und deswegen ist es jetzt für Sie der Augenblick, nochmal zurückzublicken. Also es geht um Reichtum, es geht um Fülle, es geht um Erfolg.